Abend, meine Damen und Herren. In der vergangenen Sitzung haben wir uns befasst mit dem Beginn der Neuzeit, also jener Epoche, die sich versucht, allmählich loszumachen von den Vorgaben sowohl der Antike als auch des Mittelalters. Das geschieht auch in der politischen Philosophie. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich, letztlich wohl nicht ganz zufriedenstellend, jedenfalls nicht, wenn es einem um eine politische Ethik geht. Zwei Schwerpunkte hatten wir uns letzte Woche angeschaut. Einmal den Entwurf einer Realpolitik à la Machiavelli. Und da haben wir einen weitgehenden Verlust aller moralischen Perspektive. Ziel ist nur noch Machterhalt, sei es des Fürsten oder der Republik. Und dann hatten wir uns das Naturrechtsdenken angeschaut, in der Folge von Bodin, Grotius und Pufendorf. Da kommt zwar eine moralische Perspektive wieder zur Geltung, auch sehr stark, aber die Begründungen sind noch nicht ausgereift. Man merkt, hier haben wir noch keine eigenständige theoretische Grundlegung. Und heute beginnen wir mit der Aufklärung. Die gehört zur Neuzeit, aber ist eine spezielle Unterepoche darin, auch in der politischen Philosophie. Nicht zuletzt entwickelt die Aufklärung ganz neue Arten von Begründungen, neue Denkweisen, speziell auch von Staat und Gemeinschaft. Und wir werden dabei zwei Schwerpunkte legen. Heute schauen wir uns die aufklärerischen Vertragstheorien an, also den Kontraktualismus von Autoren wie Hobbes, Locke und Rousseau. Und nächste Woche befassen wir uns dann mit der aufklärerischen Fortschrittsidee, insbesondere bei Kant und Hegel. Und in der Tat, hier werden jetzt neue Begründungen gegeben. Jetzt findet man allmählich diese neuen Fundamente, die man jenseits antiker und mittelalterlicher Vorgaben gesucht hat. Es werden eigenständige Vorstellungen von Staat und Gemeinschaft entwickelt. Es entsteht nicht zuletzt eine ganz neue politische Ethik. Und das ist typisch, könnte man sagen, in der Neuzeit wird von den alten Begründungsformen der Antike und des Mittelalters Abschied genommen. Und in der Aufklärung scheint die Suche nach neuen Begründungsformen allmählich von Erfolg gekrönt zu sein. Der Anspruch ist dabei tendenziell sogar höher als früher. Man zieht jetzt alles in Zweifel, auch die scheinbar selbstverständlichsten Grundlagen. Man fordert Letztbegründungen für alle Bereiche. Paradigmatisch dafür ist natürlich Descartes' Philosophie. Die unterzieht alles einem radikalen Zweifel. Sinnliche Erfahrung könnte ein Trugbild sein. Mathematische Einsichten könnten Irrtümer sein. Auch Gott könnte eine Wahnvorstellung sein. Und diesem radikalen Zweifel hält nach Descartes nur eine letzte Gewissheit stand, nämlich die eigene Existenz als denkendes Wesen. Das ist das Cogito ergo sum. Denn gerade wenn man zweifelt, muss man ja wohl denkend existieren. Und von hier aus gewinnt Descartes dann all die anderen Wissensbestände wieder zurück. Oder er meint zumindest, dass ihm das gelingt. Das ist kein ernst gemeinter Zweifel. Descartes zweifelt nicht wirklich an den Sinnen, an der Mathematik oder an Gott. Das ist nur ein methodischer Zweifel, um zum unerschütterlichen Fundament, zur letzten Begründung vorzudringen. Und Ähnliches passiert auch in der politischen Philosophie. Da treffen wir auch radikale Zweifel an den absoluten und elementarsten Grundlagen. Man hat auch das Bedürfnis nach unerschütterlicher Letztbegründung, jenseits von antiken und mittelalterlichen Dogmen. Und konsequenterweise ist hier der Zielpunkt nicht zuletzt der Staat. Der wird in Zweifel gezogen. Für den Staat als solcher wird eine Letztbegründung gefordert. Man sucht also nicht Rechtfertigung für diese oder jene Gesetze, für diese oder jene Staatsform, sondern man stellt jetzt die radikale Frage, warum es denn überhaupt Gesetze geben soll, warum es denn überhaupt einen Staat geben soll. Und wiederum nicht, weil man ernsthaft glauben würde, dass es keinen Staat geben solle, sondern weil man dringend nach einem absolut sicheren Fundament für die politische Philosophie verlangt, um von dort alle konkreten Fragen nach den besten Gesetzen, nach der besten Staatsform dann systematisch und streng beantworten zu können. Man geht also nicht davon aus, es gibt halt Staaten und fragt dann, wie wären die am besten zu gestalten, sondern man fragt, warum sollte es denn überhaupt Staaten geben? Und von hier aus entwickelt man eine Theorie dafür, wie sie am besten beschaffen wären. Das entspricht einerseits, wie gesehen, dem grundsätzlichen philosophischen Drang der Aufklärung nach Letztbegründung. Es hat seinen Ursprung aber auch einmal mehr in gewissen politischen Umständen zur Zeit der Aufklärung. Zum einen, das ist ja die Epoche des aufstrebenden Bürgertums. Die überkommenen Herrschaftsansprüche von Adel und Klerus werden nicht mehr ohne weiteres anerkannt. Republikanische Ideen sind stark, es gibt Revolutionen, zunächst in England, dann in Frankreich. Und dieses Klima radikaler Umstürze befeuert eben auch diese radikale Frage danach, was einen Staat überhaupt ausmacht
und wie er sich grundsätzlich rechtfertigen lässt. Zum anderen, die Staaten sind inzwischen sehr umfassende Gebilde, sehr durchorganisierte Apparate, die tief in das Leben der Bürger eingreifen. Es ist jetzt die Zeit des aufgeklärten Absolutismus mit strikten Obrigkeiten und weit verzweigten Verwaltungen, mit einer sehr gegenwärtigen Polizei und einer sehr straffen Justiz, die das öffentliche Leben in praktisch allen Bereichen sehr viel mehr bestimmen als früher. Und die Frage, ob und wie solch ein Staat, ein so umfassender, allgegenwärtiger Apparat zu begründen ist, die Frage ist nachvollziehbar. Grundsätzlich begrüßt man diesen aufgeklärt absolutistischen Staat zwar meistens im Vergleich zum Chaos der Renaissance-Staaten, aber dennoch liegt die Frage nahe, wie sich dieser Staat rechtfertigen lässt. Für die Antike wäre diese Frage kaum verständlich gewesen. Für einen antiken Denker ist der Staat, die Polis, einfach das Gemeinwesen. Das ist das Zusammenleben von Menschen zu einer Zeit am selben Ort. Und hätten Sie einen antiken Menschen gefragt, ob man nicht besser ohne Staat leben könne, dann wäre das für ihn nahezu absurd gewesen. Das hätte für ihn geheißen, dass man nicht mehr zusammenlebt, dass man sich in alle Winde zerstreut oder kollektiv Selbstmord begeht. Für die Aufklärung ist der Staat viel mehr als nur ein irgendwie geartetes Zusammenleben. In der Aufklärung ist der Staat ein System, das wirklich alle Lebensbereiche bestimmt. Er führt umfassende Aufsicht über den Handel. Er bemüht sich um ausnahmslose Verfolgung von Verbrechen. Das war nicht immer so. Er regelt die Erziehung. Er plant und dirigiert die Entwicklung von Bevölkerung, Gesundheit, Handwerk, Industrie. Und dann kann man sehr wohl fragen, ob man nicht auch ohne ein solches System in einem staatenlosen Zustand zusammenleben könnte. Das hätte damals zwar kaum jemand ernsthaft gewünscht. Die Aufklärer sind in der Regel keine Anarchisten. Aber man kann es sinnvoll fragen. Und die Aufklärer äußern diesen radikalen Zweifel, um zu einer stichfesten Begründung zu gelangen. Natürlich, man hätte auch in der Antike auf dieser Frage insistieren können. Sie hätten einen antiken Denker fragen können, ob man das Zusammenleben zwar nicht völlig aufgeben, aber doch so weit reduzieren könnte, dass nicht mal er das noch einen Staat nennen wollte. Man könnte sich ja ein Zusammenleben denken ohne Gesetze, ohne Institutionen, ohne Regierung, ohne Traditionen. Und in diesem Sinne wäre es ja immer noch ein Zusammenleben, aber auch für einen antiken Denker wahrscheinlich nicht mehr wirklich ein Staat. Aber dann hätte der antike Denker geantwortet, das ist für einen Menschen eben definitiv zu wenig. Staatlichkeit gehört zum Menschsein. Das ist seine ursprüngliche natürliche Bestimmung. Ohne Gesetze, ohne Institutionen kann der Mensch sein eigentliches Wesen nicht entfalten, seine wahre Erfüllung nicht finden. Er ist nach Aristoteles eben ein Zoon Politikon, das nur in der Staatlichkeit seine Bestimmung und Vollendung hat. Vor allem in normativer Hinsicht müsste er ohne staatliche Gemeinschaft verkümmern, weil er seine Fähigkeit zur Tugend nicht entfalten könnte. Und auch das sieht die Aufklärung grundsätzlich anders. In der Aufklärung wird der Mensch nicht mehr von der Gemeinschaft, sondern vom Individuum her gedacht. Das zeigt sich beispielhaft wieder bei Descartes. Er sucht das letzte Fundament alles philosophischen Wissens ja nicht in irgendwelchen kollektiven Vertrautheiten, sondern im individuellen Ich denke. Und das gilt auch speziell für die politische Theorie. Hier setzt das Denken auch nicht bei der Gemeinschaft an. Es betrachtet Staatlichkeit nicht als etwas Unhintergehbares für den Menschen. Vielmehr kann der Mensch in völliger Vereinzelung gedacht werden. Er ist in seinem Wesen zunächst mal Individuum. Alle Staatlichkeit ist ein nachträgliches, künstliches Arrangement. Sicherlich wichtig, aber hinzukommend. Nicht zuletzt in normativer Hinsicht ist diese Staatlichkeit ein Additivum. Die ist sicherlich wegen gewisser Vorzüge begrüßenswert, mehr Kooperation, mehr Sicherheit, aber sie erschließt nicht dem Individuum erst seine eigentliche Seinsweise, sondern sie muss umgekehrt auf das Individuum in seiner ursprünglichen Eigenständigkeit ausgerichtet werden, auf seine Interessen, auf seine Rechte. Und vor diesem Hintergrund ist dann auch gar nicht mehr so überraschend, welche Idee zur Staatsbegründung die Aufklärer jetzt allmählich entwickeln.
Der Staat wird als Vereinigung von Individuen gedacht. So solle er erklärt und gerechtfertigt werden. Genauer ist der Staat zu verstehen als ein Vertrag, den die ursprünglich einzelnen Menschen in freiwilliger Übereinkunft miteinander schließen. Das heißt nicht unbedingt, dass der Staat in der Realität so entstehen muss, also dass der Staat nur gerechtfertigt wäre, wenn wir da einen echten Rütli-Schwur haben, aber es heißt zumindest, der Staat soll an diesem Ideal bemessen werden. Man soll den gerechten Staat nach diesem fiktiven Vorbild einrichten, als wäre er durch freie Übereinkunft aus einem staatenlosen Zustand entstanden. Und diese Idee ist das Thema der heutigen Sitzung. Das ist Vertragstheorie, Kontraktualismus. Und das ist keine selbstverständliche Idee. Finden Sie in der Antike nicht, auch nicht im Mittelalter, nicht in der frühen Neuzeit. Sie entsteht in England im 17. Jahrhundert. Hobbes ist der erste Vertreter, Locke eine weitere wichtige Figur. Und weil auch hier die historischen Hintergründe sehr aufschlussreich sind, wenden wir uns jetzt mal dem England des 17. Jahrhunderts zu. Die wesentliche Rahmenbedingung ist, das weltpolitische Interesse im 16. Jahrhundert verlagert sich vom Mittelmeer zum Atlantik. Und der Grund ist, der Orient ist an die Osmanen verloren. Dafür werden Amerika und Afrika von Europa kolonialisiert. Dadurch verliert Italien zunehmend an Bedeutung. Hafenstädte wie Genua, Pisa, Neapel oder Venedig liegen nicht mehr an den wichtigen Seerouten. Deshalb sind das nicht mehr Handels- oder auch Bankenzentren. Stattdessen werden Spanien, Portugal, die Niederlande, England wichtig. Städte wie Barcelona, Lissabon, Amsterdam, London, die gewinnen an Bedeutung. Die liegen an den wichtigen Seewegen jetzt. Uns interessiert England. Und England wird in diesem Zuge im 16. Jahrhundert zur Weltmacht. Das geht allerdings nicht reibungslos, es ist vielfach gefährdet und das ist auch sehr prägend für das englische politische Bewusstsein. Außenpolitisch hat man vor allen Dingen Ärger mit Spanien, man kommt sich stark ins Gehege beim Handel im Atlantik und bei der Kolonialisierung von Amerika. England unterstützt unter anderem Freibeuter, die spanische Schiffe kapern, etwa Francis Drake. Es unterstützt auch die aufständischen Niederlande gegen Spanien. Die spanische Armada rückt daraufhin 1588 aus, um England zu erobern. Und England kommt damit Glück und Geschick davon. Die Armada wird durch ungünstige Winde und eine gute Seetaktik zurückgeschlagen. Danach ist England als Großmacht etabliert. Innenpolitisch leidet auch England unter schweren Konfessionskriegen. Das beginnt damit, dass 1534 sich Heinrich VIII. Aus Gründen seiner Heirats- und Scheidungspolitik von der katholischen Kirche lossagt und die anglikanische Kirche gründet. Sein Widersacher in Rom ist übrigens dieser Medici-Papst Clemens VII., in dessen Amtszeit die Sacco di Roma gefallen war. Und der Kaiser ist immer noch Karl V., der inzwischen mit den Franzosen und dem Papst Frieden geschlossen hat. Gut, England hat jetzt also seine eigene anglikanische Kirche, aber damit ist das Problem nicht weg. Es gibt in der Folge noch heftige Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten. Heinrichs Nachfolgerin auf dem Thron ist seine erste Tochter Maria, Maria I. Und die ist Tochter seiner ersten Frau, der Spanierin Katharina von Aragon. Und sie ist selbst katholisch, diese Maria. Sie ist sogar ihrerseits mit Philipp II. Von Spanien verheiratet, dem Sohn von Karl V. Schon deshalb ist sie verdammt unbeliebt im Volk. Und darüber hinaus versucht sie, die päpstliche Autorität in England wiederherzustellen. Sie lässt unter anderem 300 Protestanten hinrichten. Deshalb hat sie den Beinamen Bloody Mary. Das ist kein Getränk ursprünglich, das ist sie. Als sie stirbt, folgt ihr ihre Halbschwester Elisabeth I. Das ist die Tochter von Heinrichs zweiter Frau, der Anne Boleyn. Und die ist protestantisch. Die hat auch wieder Heiratsangebote von Philipp II. Von Spanien. Die weist sie aber zurück und sagt, den gleichen Fehler wie meine Schwester mache ich nicht. Und sie wird dann seine schärfste Gegnerin von Philipp II. Er schickt gegen sie dann später die Armada aus. Erfolglos. Sie kann während ihrer Regierungszeit die Konfessionsproblematik einigermaßen befrieden, aber auch nicht wirklich lösen. Diese Episode zwischen Elisabeth und Philipp zeigt, wie eng damals eine Verbindung durch Heirat oder eine Auseinandersetzung im Krieg beieinander lagen. Heiratspolitik und Militärpolitik
sind damals die wesentlichen Instrumente der Außenpolitik. Die Hintergründe sind aber oft religiöser oder wirtschaftlicher Art. Katholiken und Protestanten sind zutiefst verfeindet und es gibt Konkurrenz um wichtige Handelszonen. Das politische System in England ist natürlich eine Monarchie, aber schon damals mit starker Parlamentsbeteiligung. An der Spitze steht König bzw. Königin. Elisabeth I. war schon die vierte Königin in England, schon die vierte. Umgeben ist der Monarch von seinem Hofstaat und unterstützt wird er insbesondere vom Privy Council. Das ist quasi sein eigenes Kabinett. Und in dem gibt es vor allen Dingen vier wichtige Figuren. Es gibt den Lord Chancellor für die Gesetzgebung, den Lord Treasurer für die Finanzen, den Lord Chamberlain für den Hofhaushalt und den Erzbischof von Canterbury für Religionsangelegenheiten. Zudem gibt es dann aber das Parlament. Und wissen Sie, Parlamente damals sind grundsätzlich keine stehenden Institutionen wie heute, sondern Parlamente werden durch den König bei Anlass gezielt einberufen. Vor allem, wenn er neue Gesetze erlassen will, dafür braucht er in der Regel zumindest die Zustimmung des Parlaments, oder wenn er dringend Geld braucht, denn Steuern werden primär durch das Parlament erhoben. Das Parlament kann dann aber sehr eigenständig agieren. Es kann eigene Gesetze erlassen. Es kann das Geld verweigern. Es kann seinerseits Forderungen vorbringen, mit dem König verhandeln, ihn erpressen. Es kann sich weigern, wieder auseinanderzugehen. Die zusammengerufenen Vertreter bleiben manchmal Wochen, Monate, Jahre lang vor Ort und verbünden sich eventuell gegen die Bestrebungen des Königs. Schon damals hat das englische Parlament zwei Kammern, das House of Lords, das Oberhaus. Das sind alle Fürsten des Reichs, vom König namentlich bestellt. Und das House of Commons, das ist das Unterhaus. Das sind die Abgesandten aus den verschiedenen Regionen. Wobei die damals noch nicht wirklich gewählt werden, meistens werden die eingesetzt. Das ist normalerweise, sagen wir, der gehobene Landadel. Es wächst aber stark zu der Zeit, hat schon so um die 500 Mitglieder. Die politische Konstellation zu dieser Zeit ist, die Könige werden immer abhängiger vom Parlament, weil sie brauchen viele neue Gesetze zum Religionswesen, aber auch zum Wirtschaftswesen und sie brauchen viel, viel Geld, weil sie Kriege führen. Mit Spanien, auch mit Frankreich. Und damit steigen die Konflikte zwischen König und Parlament und das entlädt sich schließlich im englischen Bürgerkrieg. Diese Karte zeigt England im Jahr 1643, mitten im englischen Bürgerkrieg, das heißt im Krieg zwischen König und Parlament. Und rot sehen Sie dort die Regionen, die zu dieser Zeit der König noch kontrollierte. Blau sind die Regionen, die das Parlament kontrollierte. England ist da also erkennbar gespalten. Wie kam es soweit? Nun, 1603 stirbt Elisabeth I. Sie hatte England außenpolitisch als Weltmacht etabliert. Sie hat innenpolitisch den Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken einigermaßen befriedet. Sie hat aber keine Kinder und deshalb geht nach ihrem Tod die Thronfolge von den Tudors an die Stuarts, das heißt an die schottischen Könige. Und ihr Nachfolger ist James I., Sohn übrigens von Maria Stuart, die Elisabeth I. hatte hinrichten lassen. Der war bereits seit einigen Jahrzehnten schottischer König und kommt jetzt eben auch auf den englischen Thron. Ein sehr gebildeter Monarch, bei den Schotten durchaus beliebt, von den Engländern misstrauisch beäugt, vor allen Dingen, der ist jetzt wieder Katholik. Innenpolitisch hat er keine gute Hand. Er kann die Religionskonflikte nicht beilegen. Nicht die katholisch-protestantischen Spannungen und schon gar nicht die innerprotestantischen Zerwürfnisse, die gibt es obendrein. Er verliert zunehmend die Initiative ans Parlament, das sich immer mehr in die Außenpolitik auch einmischt, die eigentlich Königssache ist. Das Parlament will jetzt auch Heiratsdiplomatie einleiten und will Kriegsentscheidungen treffen. Außenpolitisch agiert er auch glücklos. Er betreibt eine halbherzige Politik gegenüber Spanien. Einerseits versucht er, seinen Sohn Charles mit einer spanischen Prinzessin zu verheiraten. Der Charles ist wohl sogar ernsthaft verliebt, aber er kriegt eine Abfuhr. Andererseits unterstützt er die protestantischen Kräfte in Europa gegen Spanien, vor allem in den Niederlanden. Und damit bleibt er erfolglos. Die Feindschaft mit Spanien bleibt bestehen.
Zugleich ist die eigene Bevölkerung dauerhaft misstrauisch ihm gegenüber, wegen seines katholischen Hintergrunds und wegen seiner teilweise pro-spanischen Politik. Er kann zum Beispiel nicht verhindern, dass das Parlament selber 1624 Spanien den Krieg erklärt. Und er stirbt völlig resigniert 1625. Und dann folgt ihm sein Sohn Charles I. Und der agiert noch glückloser als sein Vater. Der verwickelt sich in Kriege mit Spanien und Frankreich, auch in den 30-jährigen Krieg in Deutschland. Er bemüht sich um Aussöhnung mit der katholischen Kirche. Er heiratet nach seiner Abfuhr bei der spanisch-katholischen Prinzessin eine französisch-katholische Prinzessin. Er war im Schatten seines Bruders Henry groß geworden, der der designierte Thronfolger war, aber Henry starb 1612, sodass die Krone dann doch an Charles ging. Und darauf war er wohl nicht gut vorbereitet. Er war politisch unerfahren, zudem war er wohl eine unglückliche Erscheinung, schüchtern, verwachsen, ein Sprachfehler. Und schon in seinen ersten Regierungsjahren eskalieren die Konflikte mit dem Parlament. Die Kriege mit Spanien und Frankreich sind teuer, aber wenig erfolgreich. Das Resultat ist jetzt schon eine komische Konstellation. Ein katholischer König führt Kriege mit den katholischen Erzfeinden Englands. Das protestantische Parlament verweigert ihm allmählich die finanzielle Unterstützung. Daraufhin fordert Charles direkt von reichen Bürgern Geld. Und er inhaftiert Verweigerer ohne Gesetzesgrundlage. Und das Parlament reagiert mit Gegenerlassen, die solche willkürlichen Steuern und Verhaftungen verbieten. Das ist die Petition of Rights 1628. Charles muss sich dem zunächst beugen. 1629 aber lässt er das inzwischen völlig chaotische und auch gewaltsam agierende Parlament auflösen. Er will jetzt erstmal ohne Parlament regieren, nur mit seinem Privy Council. Das geht eine Weile auch ganz gut. Er schafft es, Frieden mit Spanien und Frankreich zu erreichen. Die Kolonialisierung Amerikas geht voran, dadurch kann er die Finanzen konsolidieren. Aber Ende der 30er Jahre geht der Ärger wieder los. Da wächst der Unmut über strenge Finanzierungsprogramme. Er hat Ship Money erhoben für den Flottenbau. Und außerdem gibt es wieder religiöse Unruhen, weil der Erzbischof von Canterbury einer bestimmten protestantischen Untergruppe angehört, die die anderen Protestanten nicht mögen und die Katholiken schon mal gar nicht. Dieser religiöse Konflikt entlädt sich vor allem in Schottland. Es gibt Streit zwischen dem König und Schottland mit Blick auf das schottische Kirchensystem. Der König möchte ein Bischofssystem, stärker hierarchisch. Die Schotten wollen ein Presbytersystem, das eher demokratisch ist. Und schließlich brechen über diese Frage die Bishops' Wars aus mit Schottland. Und jetzt ist die Situation schon ziemlich absurd. Ein aus Schottland stammender König führt mit England Krieg gegen Schottland. Vor allem das kann er nicht mehr ohne Hilfe des Parlaments tun. Er muss es zum ersten Mal seit 11 Jahren einberufen, um die Finanzen zu bekommen, die er braucht. Jetzt hätte man denken sollen, naja, die wird er jetzt kriegen vom protestantischen Parlament, aber dem ist nicht so. Das Parlament verweigert die Hilfe, solange andere Fragen nicht geklärt sind. Nicht zuletzt geht es um diesen unliebsamen Erzbischof von Canterbury. Und deshalb löst der König das Parlament nach weniger als einem Monat wieder auf. Das ist für damalige Verhältnisse kurz. Das ist das sogenannte Short Parliament. Und die Folge ist sofort eine Niederlage im Krieg. Die Schotten marschieren in England ein. Jetzt muss er das Parlament wieder einberufen. Diesmal wird es das sogenannte Long Parliament und das verdient seinen Namen, denn die gehen jetzt 13 Jahre lang nicht mehr auseinander. Das besteht bis 1653. Die Position des Königs ist durch die Niederlagen im Krieg und durch die Abhängigkeit vom Geld des Parlaments sehr geschwächt. Insbesondere das Unterhaus, das House of Commons, wird zunehmend gegen ihn aktiv. Es beschneidet den Einfluss des Privy Council. Es kommt zur Verhaftung königlicher Gefolgsleute, unter anderem dieses verhassten Erzbischofs von Canterbury. Einige Gefolgsleute des Königs werden sogar hingerichtet. Andere fliehen ins Ausland. Das Parlament erlässt den Triennial Act, der besagt, das Parlament muss alle 3 Jahre zusammenkommen, auch ohne Einberufung des Königs, und er hat auch kein Auflösungsrecht mehr. Seine Finanzierungsprogramme werden auch abgeschafft. Inzwischen gibt es einen neuen Krisenherd, blutige Aufstände in Irland. Jetzt wird ein Militäreinsatz dort nötig. Eigentlich Sache des Königs.
Aber das Misstrauen ist groß, das Parlament erwägt einen eigenen Militäreinsatz. In den folgenden Jahren verschärft sich das. 1642 gibt es Gerüchte im Parlament, der König wolle das Parlament angreifen. Wahrscheinlich Unsinn. Umgekehrt, es gibt Gerüchte am Hof, das Parlament wolle die Königin anklagen. Wahrscheinlich auch Unsinn. Eine Parlamentsmehrheit fordert Kontrolle über das Militär und Recht zur Ernennung der Mitglieder des Privy Council. Es fordert Souveränität in Religionsfragen. Das ist eine knappe Mehrheit im Parlament, die wahrscheinlich nicht stabil gewesen wäre, aber Charles gibt sich jetzt sehr konfrontativ. Er antwortet, give Caesar his due, also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er versucht, unliebsame Parlamentarier zu verhaften. Dadurch verliert er die letzten Fürsprecher im Parlament. Er verlässt London und zieht jetzt Truppen zusammen. Und das ist der Beginn des englischen Civil War oder auch der Great Rebellion. Jetzt stehen sich Armeen gegenüber. Auf beiden Seiten so um die 13.000 Mann. Beide Parteien gehen externe Bündnisse ein. Das Parlament bevorzugt mit dem protestantischen Schottland, der König meist mit dem katholischen Irland. Die Erfolge wechseln, das Volk insgesamt ist vielleicht eher neutral. Das Glück wendet sich aber zugunsten des Parlaments, als dieses 1645 die New Model Army gründet. Das ist nicht nur eine Band, die New Model Army gab es wirklich. Wesentliche Figur darin ist Oliver Cromwell. Der war anfangs Kommandeur der Kavallerie und diese Armee hat eine verbesserte Ausrüstung und neue Kommandostrukturen. Insbesondere wird dort die Befehlsgewalt nur nach militärischer Fähigkeit vergeben, nicht nach sozialer Abstammung. Und es herrscht ein eindeutiges religiöses Bekenntnis zu einem radikalen Puritanismus. Und dadurch gibt es in dieser Armee eine starke innere Verbundenheit. Diese Soldaten ziehen Psalmen singend in den Krieg. Das Parlament hat auch größere wirtschaftliche Ressourcen. Die Steuern fließen hier an das Parlament. Es kontrolliert London und die meisten anderen Häfen, ebenso die Flotte. Und daher liegen in der Folge die Vorteile beim Parlament. Die Parlamentstruppen nehmen 1646 Oxford ein, das war die Zuflucht des Königs. Charles unterwirft sich daraufhin den Schotten, weil er sich von denen noch am ehesten Schutz erhofft. Aber ein Jahr später liefern ihn die Schotten an die Parlamentarier aus und ziehen ab. Der König hat sich geweigert, im Streit um das schottische Kirchensystem einzulenken und das Parlament hat den Schotten 100.000 Pfund bezahlt für ihre Aufwendungen und auch weiteres Geld in Aussicht gestellt. Jetzt scheint er erledigt zu sein, aber jetzt wachsen allmählich die Spannungen zwischen dem Parlament und der eigenen Armee des Parlaments. In der Armee wird eine radikal-demokratische, radikal-puritanische Gruppierung der Levellers aktiv. Ist, glaube ich, auch eine Band, die Levellers. Und die fordern eine Reform des Parlaments und eine Erweiterung des Wahlrechts. Diese Armee kidnappt sogar Charles. Der kann aber fliehen und schafft es endlich, das angestrebte Bündnis mit Schottland zu schließen, durch entsprechende Zugeständnisse in dieser leidigen Kirchenfrage. Jetzt scheint sich das Glück wieder zu seinen Gunsten zu wenden. Parlament und Armee sind zerstritten, das katholische Irland und das protestantische Schottland sind auf Seiten des Königs. Es kommt wieder zu einer schottischen Invasion und zu royalistischen Aufständen. Letztlich aber erweist sich in dieser Konstellation die Armee und insbesondere Oliver Cromwell als die stärkste Kraft. Der schlägt 1648 die schottische Invasion und die royalistischen Aufstände nieder. Die Armee beseitigt unliebsame Kräfte aus dem Parlament. Es reduziert die Mitgliederzahl erheblich. Am Ende hat es nur noch 60 Mitglieder. Deshalb wird es häufig das Rump-Parlament genannt. Und das sind meist radikale Puritaner. Und so kommt es dann, dass Charles I. festgesetzt wird. Er wird des Hochverrats angeklagt und 1649 hingerichtet. Für die meisten Engländer ein Schockerlebnis, obwohl er ja nicht sehr beliebt war. Es ist auch europaweit beispiellos. Machen sich das klar, über 100 Jahre vor der französischen Revolution wird in dieser englischen Rebellion ein König hingerichtet, um die Republik auszurufen. Das ist einem meistens gar nicht präsent, aber das ist passiert. Und England wird jetzt erstmal Republik. Das ist die Gründung des Commonwealth. Die Monarchie ist jetzt abgeschafft. Auch das House of Lords ist abgeschafft.
Charles' ältester Sohn heißt auch Charles. Und der wird von den Royalisten direkt nach der Hinrichtung seines Vaters zum englischen König ausgerufen, Charles II. Das ist zunächst ohne Effekt, weil das in England ohne Unterstützung ist. Immerhin, 1650, wird er zum schottischen König gekrönt und hat dadurch Ressourcen, um in England einzumarschieren. Also wieder marschieren die Schotten in England ein. Er wird aber von Cromwell vernichtend geschlagen und flieht nach Frankreich, wo er bereits seit ein paar Jahren im Exil gelebt hatte. In den folgenden Jahren festigt Cromwell seine Macht. Insbesondere führt er sehr brutale Straffeldzüge gegen Irland und Schottland. Die sind letztlich der historische Ursprung für die heute noch spürbaren Spannungen, etwa in Nordirland. 1653 wird das ohnehin reduzierte Parlament von der Armee völlig aufgelöst. Damit ist es das Ende des Long Parliament nach 13 Jahren. Stattdessen wird das Nominated Parliament einberufen. Und das ist komplett durch die Armee kontrolliert. Das beschließt die erste englische Verfassung. Wesentliche Elemente sind das Amt des Lord Protector, das ist Oliver Cromwell auf Lebenszeit, und die Regelung eines alle 3 Jahre zu wählenden Parlaments, mit allerdings sehr reduzierten Rechten. Die Situation bleibt aber latent instabil. Das Parlament will sich der Armee nicht derart unterordnen. Cromwell steht auch wieder im Konflikt mit dem Parlament, ähnlich wie die Könige vor ihm. Cromwell regiert in der Hauptsache mit einer Militärregierung. Er balanciert die radikalen Kräfte auf beiden Seiten aus, darin ist er auch sehr geschickt, er ist auch außenpolitisch erfolgreich, aber er stirbt 1658. Und dieses ganze System hatte hochgradig von seiner Person abgehangen. Nach seinem Tod bricht sofort das Chaos aus und 2 Jahre später erklärt das Convention-Parlament die Restauration. Das heißt, das House of Lords wird wieder eingerichtet, die Monarchie wird wieder eingeführt und Charles II. Kommt auf den englischen Thron. Und da regiert er bis 1685. Letztlich wohl von der Bevölkerungsmehrheit begrüßt, es folgt auch eine Periode der Befriedung. Er hat den Beinamen The Merry King, also der König mit der glücklichen Hand, wenn wir es so übersetzen wollen. Insgesamt ist das eine Zeit großer Unruhe und Verunsicherung. Von den Verwüstungen und Opfern her ist das zwar längst nicht so schlimm wie etwa der 30-jährige Krieg in Deutschland, aber politisch ist das eine sehr erschütternde Erfahrung gewesen. Erstmals in der Neuzeit ein republikanischer Sturz einer großen Monarchie. Wie erwähnt, über 100 Jahre vor der Französischen Revolution. Wahrscheinlich ist uns das deshalb weniger bewusst, weil die Folgen weniger tiefgreifend waren. Die Restauration erfolgt schnell und recht dauerhaft. Wir haben wieder die Konstellation König-Parlament und die besteht in England fort. Im Grunde bis heute. Natürlich mit sehr starken Verschiebungen in den Befugnissen und der Machtkonstellation, aber im Grunde bleibt das dann so. Und Thomas Hobbes hat all diese Ereignisse vom Tod Elisabeth I. über die Hinrichtung von Charles I. bis zur Restauration bewusst miterlebt. Und die haben sein politisches Denken geprägt. Das ist ein berühmtes Gemälde von ihm. Das ist jetzt auch mal wirklich zu Lebzeiten entstanden. Deshalb wahrscheinlich endlich mal ein verlässliches Porträt. Wahrscheinlich. Geboren ist er 1588 in Malmesbury. Das ist eine kleine Stadt im Südwesten Englands. Das ist das Jahr des Angriffs durch die spanische Armada. Und das verknüpft er mit seiner Biografie. Angeblich hat seine Mutter vom Anrücken der Armada gehört und vor Bestürzung, vor Schreck eine Frühgeburt erlitten. Und das ist er. Und das ist für ihn mehr als eine Anekdote. Mit dieser Darstellung erklärt Hobbes die Angst vor Gewalt und das Bedürfnis nach Sicherheit zu seinem lebensbestimmenden Gefühl. Er schreibt, "Fear and I were born twins." Und diese Angst ist auch in seiner politischen Philosophie die wesentliche Kraft in der Gesellschaft. Und die legte sich mit dieser Erzählung quasi in die Wiege. Er kommt eigentlich aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater ist ein Vikar, wahrscheinlich Alkoholiker, der nach einer Schlägerei seine Heimatstadt verlassen muss. Für Hobbes ist das aber von Vorteil, denn er wächst dadurch bei einem reichen Onkel auf und genießt eine gute Ausbildung. Er geht auf eine gute Privatschule. Er gilt auch als Wunderkind. Er kann mit 4 Jahren lesen, schreiben, rechnen. 1603, also mit 14 Jahren, beginnt er ein Studium in Oxford.
Das war damals nicht so ungewöhnlich, dass Teenager an die Universitäten gingen. Das ist das Jahr des Todes von Elisabeth I. Er studiert dort vor allen Dingen Logik und Physik. Allerdings in der damaligen scholastischen Tradition. Das heißt, er lernt dabei vor allen Dingen Latein und Griechisch. Davon ist er auch wenig angetan. Er macht aber seinen Bachelorabschluss nach 5 Jahren. Also jetzt auch nicht mit höchster Geschwindigkeit. Er wird dann 1608 erstmals Tutor, das heißt Hauslehrer, bei der reichen Adelsfamilie Cavendish. Und derartige Posten bei den Cavendishs oder auch bei anderen adligen Familien hat er in seinem Leben immer wieder inne gehabt. Er ist Lehrer von späteren Grafen. Und das ist wichtig für ihn, das eröffnet ihm Kontakte, das ermöglicht ihm Reisen zusammen mit seinen adligen Schülern. Seine erste Reise 1610 nach Frankreich und Italien. Da macht er jetzt erstmals Bekanntschaft mit modernem, nicht-scholastischem Denken. Naturwissenschaft à la Kepler und Galilei. Er interessiert sich auch schon für Politik und Geschichte. Er übersetzt Thukydides, Peloponnesischen Krieg. Um 1620 ist er kurzzeitig Privatsekretär bei Francis Bacon. Der ist damals seinerseits Lord Chancellor von König James I. Zugleich aber ist er ein wichtiger englischer Philosoph. Er gilt als der Begründer des englischen Empirismus. Und er beeinflusst Hobbes stark. Auch Hobbes hat stark empiristischere Gedanken. Er hat sehr mechanistische Auffassungen vom menschlichen Körper. Äußere Objekte drücken auf die Organe und die Nerven leiten diesen Druck dann weiter. So quasi hydraulisch gedacht. Und er hat auch sehr mechanistische Auffassungen vom menschlichen Geist. Empfindungen sind physiologische Reaktionen auf solche Einwirkungen externer Objekte. 1629 unternimmt er seine zweite große Studienreise, diesmal nach Frankreich und in die Schweiz. In dieser Zeit liest er Euklids Geometrie und ist begeistert. Er betrachtet Geometrie als Muster aller wahren Wissenschaft und will seine eigene Philosophie dann auch More Geometrico aufbauen, als streng axiomatisches System. Auch seine politische Philosophie. Nun ist so etwas natürlich eine typische Idee des kontinentaleuropäischen Rationalismus. More Geometrico arbeiten wollen. Und Hobbes Stellung gegenüber diesen beiden großen aufklärerischen Zweigen, Empirismus, Rationalismus, ist immer ein bisschen zwiespältig. Seine inhaltlichen Auffassungen, die sind meistens typisch empiristisch. Alle Gedanken gründen in Sinneseindrücken. Seine formalen Gestaltungen aber, die sind tendenziell rationalistisch. Der arbeitet auch gerne mit Definitionen und Ableitungen. In den 30er Jahren, seine dritte Studienreise, jetzt wieder Frankreich und Italien. Er trifft unter anderem Mersenne und Galilei und konzipiert unter diesen Eindrücken sein eigenes philosophisches System, das formal nach dem Muster der Geometrie aufgebaut sein soll, also rationalistisch, aber inhaltlich auf dem Prinzip der Bewegung beruhen soll, also empiristisch. Und er plant 3 Teile, einen zur allgemeinen Naturwissenschaft, das soll De Corpore heißen, einen zum menschlichen Erkenntnisvermögen, das soll De Homine heißen, und einen zum politischen Staatswesen, das soll De Cive heißen. Und alle 3 Bücher führt er auch nach und nach aus. Allerdings kommen ihm jetzt die politischen Ereignisse in England dazwischen. Die Konflikte zwischen Charles I. und dem Parlament verschärfen sich in den folgenden Jahren und Hobbes hatte sich in einigen politischen Streitschriften auf die Seite des Königs gestellt. Und so flieht er dann 1640 nach Frankreich. Das ist früh und das zeigt ihm noch einmal die Schwäche des Königs. Das ist noch gar nicht der Beginn des Bürgerkriegs. Das ist nur das Jahr, in dem Charles I. wieder das Parlament einberufen muss, weil er ohne Unterstützung nicht handlungsfähig ist. Erst das Short-Parlament, dann das Long-Parlament. Das Parlament beginnt aber sofort, gegen Anhänger des Königs vorzugehen. Es gibt Anklagen, Verhaftungen, Hinrichtungen. Und Hobbes sieht sich selbst auch bedroht und er geht ins Exil. Nach eigener Aussage als erster von allen, die da flohen. Da schämt er sich auch gar nicht, im Gegenteil. Das hält er für völlig vernünftig. Also er macht wieder die Angst vor Gewalt, die Sorge um seine Sicherheit zu einem eigenen biografischen Zentralthema. Immerhin erlebt er da eine sehr fruchtbare Zeit. Er lebt meistens in Paris und da hat er zum Beispiel direkt Kontakt mit Descartes. Dabei vertritt Hobbes
typisch empiristische Positionen gegen den rationalistischen Klassiker Descartes. Vor allen Dingen vertritt er einen Materialismus gegen Descartes Dualismus von Seele und Leib. Und seine 16 Einwände gegen Descartes Thesen werden im Anhang von Descartes Meditationen 1641 mit abgedruckt. Neben den Einwänden anderer Philosophen. Das können Sie heute noch so kaufen. Die Meditation ist mit Einwänden und da ist er dabei. 1642 erscheint auch De Cive, also der politische Teil seiner geplanten Trilogie. Das ist erkennbar auf die Ereignisse in England zugeschnitten. Er schreibt auch Schriften zur Optik, wobei er allerdings im mathematischen, naturwissenschaftlichen Bereich immer ein Amateur und letztlich auch Dilettant bleibt. Immerhin, 1646 wird er Lehrer des späteren Charles II., der gerade aus England nach Paris geflohen ist, also des Prinzen. Das ist wieder bemerkenswert, schon einige Jahre vor der Hinrichtung von Charles I. lebt seine Familie bereits in Paris. Das ist natürlich der Höhepunkt von Hobbes' Karriere als Hauslehrer, Prinzenlehrer ist er, aber es gibt Vorbehalte am Hof gegen ihn. Er gilt als Materialist, was er wohl auch ist, und Atheist, was er vielleicht ist. Seine politischen Ansichten werden auch nicht geschätzt, die Gründe werden wir erörtern. Deshalb ist er nur Lehrer für Mathematik, nicht für Politik. Die politischen Ereignisse überschlagen sich. 1649 wird dann ja Charles I. hingerichtet. 1653 erhält England eine republikanische Verfassung und Cromwell wird Lord Protector. Und mitten in dieser Zeit, 1651, erscheint dann der Leviathan. Hobbes' berühmtestes Werk. Eines der bekanntesten Werke überhaupt zur politischen Philosophie. Auf Englisch verfasst, das ist ein deutliches Signal in dieser Zeit, die Adressaten sind nicht Universitätsgelehrte, sondern es ist die weitere gebildete Bevölkerung. 20 Jahre später schreibt er selber eine lateinische Übersetzung. Die ist stark gekürzt, auch etwas nüchterner im Stil, und die ist dann erkennbar für die akademische Szene gedacht gewesen. Dieses Buch bringt ihm aber nicht viele Freunde ein. Ein Jahr später wird er vom Hof verbannt. Ausschlaggebend wahrscheinlich seine unverhohlene Kritik am Katholizismus. Teil 4 des Leviathan heißt Vom Reich der Finsternis und gemeint ist die katholische Kirche. Das macht ihn am katholischen Königshof und auch in Frankreich insgesamt zur unerwünschten Person. Und so geht er zurück nach England. Und da kann er sich, vielleicht überraschenderweise, einigermaßen halten. Er arrangiert sich mit dem Cromwell-Regime. Er zieht sich aufs Landgut der Cavendishs zurück, bei denen er Hauslehrer war. Er schreibt intensiv, er veröffentlicht die beiden Schriften, die er noch geplant hatte. 1655 diese naturwissenschaftliche Grundlagenschrift De Corpore. Darin finden Sie auch eine Quadratur des Kreises. 1657 die erkenntnistheoretische Grundlagenschrift De Homine, inklusive Grundlagen der Optik. In den 60er Jahren kommt es zu zunehmenden Anfeindungen gegen Hobbes. Das ist jetzt die Zeit der monarchistischen Restauration, aber auch besonderer Krisen. Es gibt eine schwere Pest Mitte der 60er Jahre, es gibt einen schlimmen Londoner Großbrand und das führt zu einer religiös sehr aufgeheizten Stimmung im Land. Da kommen sogar noch mal Hexenverfolgungen vor in England. Und vor allen Dingen die geistlich-protestantischen Kräfte nehmen Hobbes ins Visier. Sie versuchen sogar, ihn anzuklagen wegen Atheismus. Letztlich geschieht ihm aber nichts. Das liegt daran, dass der König Charles II. In den entscheidenden Augenblicken ihn immer wieder schützt. Das ist eben sein früherer Schüler und der Held zu seinem alten Lehrer, gewährt ihm auch eine Pension. Deshalb verbringt Hobbes einen relativ ruhigen Lebensabend auf diesem Landsitz seiner Gönnerfamilie der Cavendishs. Und er schreibt weiter Bücher, streitet sich mit seinen Widersachern, spielt Tennis bis ins Alter von 75 Jahren. Er hat aber ein Publikationsverbot am Hals. Die folgenden Werke erscheinen deshalb im Ausland oder erst nach seinem Tod. Also die lateinische Ausgabe vom Leviathan, die erscheint 1670 in Amsterdam. Und eine historische Abhandlung von ihm über den Bürgerkrieg wird erst 1682 publiziert. Er selbst stirbt 1679, also mit 91 Jahren. Mit Mitte 80 hat er noch eine Autobiografie in lateinischen Versen geschrieben. Er hat auch übersetzt Homers Ilias und die Odyssee. Hobbes gilt
vielfach als Begründer des modernen politischen Denkens. Und insbesondere sein Leviathan ist quasi die Gründungsschrift der modernen politischen Philosophie. Inhaltlich gibt es da zwar starke Vorbehalte. Schon damals haben sich nur wenige zu seinen konkreten politischen Forderungen bekannt. Und heute würde wahrscheinlich kaum jemand mehr seinen politischen Ansichten zustimmen. Hobbes rechtfertigt in dem Buch einen radikalen Absolutismus mit nahezu unbegrenzter Macht des Souveräns. Es gibt keine Gewaltenteilung. Es gibt kaum Rechte der Untertanen. Das fiel schon damals hinter den Standard etwa der Naturrechtsdenker zurück. Baudin oder Grotius sind da weiter. Das war sogar den Anhängern des Königstums zu extrem. Auch deshalb hatte er Probleme am Königshof. Und heute ist das natürlich überhaupt nicht mehr konsensfähig. Das sind die inhaltlichen Aspekte, aber formal ist sein Ansatz bahnbrechend. Er liefert jetzt endlich die neue Begründungsfigur, nach der die Aufklärung so sehr gesucht hatte. Insbesondere liefert er eine Letztbegründung für den Staat. Er schafft ein grundlegendes Denkmodell, weshalb es überhaupt einen Staat geben sollte. Und er folgert aus dieser Denkfigur konsequent weiter, wie der Staat genauer beschaffen sein sollte. Diese Konzeption war wegweisend für viele politische Denker nach ihm, selbst wenn sie seinen konkreten inhaltlichen Forderungen dann überhaupt nicht folgten, also aus diesem Modell keinen Absolutismus ableiteten. Etwa für den Naturrechtsdenker Pufendorf. Der kommt ja kurz nach ihm und macht bei seinem Konzept Anleihen. Auch ist es so bei Locke und Rousseau. Das sind die beiden anderen wichtigen klassischen Kontraktualisten. Und tatsächlich, bis in die heutige Zeit, ist das Modell aktuell. Auch moderne politische Denker setzen durchaus bei Hobbes' Entwurf an, auch wenn sie alle zu ganz anderen inhaltlichen Ergebnissen finden. Insbesondere gibt es eine moderne Version dieses Ansatzes bei Harsanyi und Rawls. Die werden wir in einer späteren Sitzung dann extra behandeln. Und der Ansatz, um den es geht, ist eben die Vertragstheorie, der Kontraktualismus. Der Grundgedanke ist, der Staat kann begründet werden, wenn er als freier Zusammenschluss, als freie Übereinkunft der Bürger verstanden wird. Hierdurch kann man rechtfertigen, dass es ihn überhaupt geben soll, und hierdurch kann man erschließen, wie er genauer aussehen soll. Damit unterscheidet sich Hobbes' Ansatz erheblich von früheren Vorgaben. Der Staat ist keine natürliche Gegebenheit, ohne die sich der Mensch gar nicht vorstellen ließe. Nein, der Staat ist eine künstliche Einrichtung, die der Mensch überhaupt erst schafft. Und daher lässt sich ein vorstaatlicher Zustand denken, ein sogenannter Naturzustand, State of Nature. Dieser wird von den Teilnehmern durch freien Zusammenschluss beendet, indem sie in den Gesellschaftszustand übergehen, also den Staat gründen. Und hierdurch lässt sich der Staat rechtfertigen. Er ist gerechtfertigt mit seinem Gewaltmonopol, mit seinen Zwangsbefugnissen, in seiner genauen Regierungsform, mit seinen jeweiligen Institutionen, denn es lässt sich zeigen, so die Idee, dass die Teilnehmer eines Naturzustands diesen Staat freiwillig gründen würden. Dass er also als das Ergebnis eines freien Zusammenschlusses verstanden werden kann. Das heißt nicht, dass diese Gründung in der Tat historisch so erfolgt sein muss. Das ist wohl kaum jemals der Fall. Insbesondere haben meist die heute lebenden Bürger nicht ihren Staat gegründet. Das waren höchstens ihre Vorfahren. Aber es heißt, dass man zeigen kann, dass Bürger diesen Staat fiktiv gründen würden, beziehungsweise gegründet hätten. Und das soll reichen. Das heißt, die Grundidee des Kontraktualismus, wie sie im Leviathan angelegt ist und wie sie jetzt erstmal idealtypisch daraus destillieren, läuft wie folgt. Wir rekonstruieren einen fiktiven Vertrag, den die Teilnehmer eines solchen Naturzustands freiwillig miteinander schließen würden, um aus diesem Naturzustand in den Gesellschaftszustand überzugehen. Und die Rekonstruktion dieses fiktiven Vertrags liefert uns die Rechtfertigung und den Maßstab für den realen Staat. Also erstens die Rechtfertigung dafür, dass es überhaupt einen Staat geben sollte. Das ist die gesuchte Letztbegründung. Und zweitens den Maßstab dafür, wie dieser Staat aufgebaut sein sollte. Zum Beispiel, welche Staatsform die beste ist. Genauer bestehen dabei zwei Randbedingungen bei diesem Gedankenexperiment. Die vorausgesetzte Motivation der Teilnehmer an diesem Naturzustand bei ihrem Vertragsschluss
ist eine amoralische Rationalität und der Naturzustand selber, der da konstruiert wird, ist ein fairer Ausgangszustand. Das kommentiere ich jetzt beides. Amoralische Rationalität heißt nicht unbedingt, dass da wirklich unmoralische Ambitionen am Werk sind, nicht unbedingt aktive Bosheit. Aber es heißt, zumindest sind da keine moralischen Motive am Werk, kein selbstloses Wohlwollen oder so etwas. Vielmehr herrscht bei diesen Naturzustandsteilnehmern eine moralisch neutrale, rein selbstbezogene Klugheit. Die wollen nicht andere altruistisch gutstellen, aber auch nicht andere aggressiv schlechtstellen. Sie haben kein Mitleid, sie haben aber auch keinen Neid. Man will bei den anderen nicht beliebt sein, man will die anderen auch nicht übertreffen, man will nur die eigene Position optimieren. Das ist ein reiner, kluger Eigennutz als Motivation für die eigenen Entscheidungen. Das kann aber natürlich nicht genügen. So eine bloße Rationalität der Teilnehmer reicht nicht aus, damit das Ergebnis der Wahl überzeugend ist, insbesondere vielleicht auch ethisch überzeugend ist. Sie brauchen ja schon irgendeinen moralischen Input. Sonst ist kein ethisch relevantes Resultat zu erwarten. Aus rationalem Egoismus allein können Sie keine glaubwürdige Vorgabe für richtige Politik gewinnen. Aus klugem Eigennutz allein können Sie keinen gerechten Staat konstruieren. Deshalb brauchen wir zweitens diesen fairen Ausgangszustand. Der Naturzustand ist eine ideale Wahlsituation, in der gleiche Bedingungen herrschen. Niemand hat einen Startvorteil. Es herrscht Unparteilichkeit. Es ist fair. Keiner hat die Nase vorn. Die Teilnehmer müssen dabei als rational, als klug entworfen werden, weil das Ergebnis sonst uninteressant wäre. Wenn diese Teilnehmer irrational wären, wenn die dumm wären, dann wäre ihr Verhalten bestimmt kein guter Anhaltspunkt für die Politik. Aber sie sollen nicht schon moralisch motiviert sein, weil sonst das Ergebnis massiv davon abhängen würde, wie sie diese Moralität genauer konzipieren. Sind das jetzt Samariter oder sind das Puritaner? Davon würde das Ergebnis abhängen. Und das will man nicht. Das Ergebnis soll nicht von solchen externen, letztlich beliebigen Inputs abhängen, sondern bloß aus der Idee eines freien, freiwilligen Vertrags kommen. Dann brauchen Sie aber zumindest diesen fairen Ausgangszustand. Wenn die Anfangsbedingungen nicht fair sind, wird auch das Ergebnis ungerecht sein. Sie müssen also diese rationalen Egoisten unter natürlich ganz fiktiven äußeren Bedingungen der Fairness, der Gerechtigkeit, der Gleichheit, der Unparteilichkeit wählen lassen. Aber das soll der einzige ethische Input sein in das Modell. Nur eine ideale Fairness in einer freien Wahlsituation soll als Maßstab für gerechte Politik in der realen Welt dienen. Das ist die Idee. Und das ist keine dumme Idee. Das ist intuitiv attraktiv. Kritik an politischen Verhältnissen folgt häufig dieser Intuition. Warum ist Sklaverei inakzeptabel? Nun, man kann sagen, weil die Sklaven hiergegen ein Veto erheben würden, wenn sie unter fairen Bedingungen in ihrem rationalen Interesse frei entscheiden dürften. Das ist eine mögliche, plausible Antwort. Warum sind ausbeuterische Handelsbeziehungen ungerecht? Sie können sagen, weil die Ausgebeuteten hierzu die Zustimmung verweigern würden, wenn sie in einer gleichberechtigten Verhandlung in ihrem klugen Eigeninteresse wählen dürften. Plausible Antworten. Man lässt also in diesem Modell ein reines Eigeninteresse in einer freien Wahl aufeinanderprallen. Und das Ergebnis hat moralische Bedeutung, weil diese Wahl in einer fairen Idealsituation unter rationalen Akteuren stattfindet. In der Wirklichkeit haben Sie das natürlich normalerweise nicht. Sie haben normalerweise weder faire Ausgangsbedingungen noch rationale Personen. Oftmals gibt es gar keinen expliziten Vertragsschluss und schon gar keinen unter Gleichheitsbedingungen. Oft sind die Beteiligten unklug oder unzureichend informiert. Aber genau deshalb führt man dieses Gedankenexperiment durch. Die realen Verhältnisse werden an diesem idealen Konstrukt bemessen. Die Frage ist jetzt, das ist idealtypisch rausdestilliert, inwieweit diese Spielregeln von den verschiedenen Kontraktualisten tatsächlich befolgt werden. Bei modernen Kontraktualisten wie Rawls oder Harsanyi ist das sehr eindeutig und sehr explizit.
Bei den klassischen Kontraktualisten, Locke oder Rousseau, sind gewisse Zweifel angebracht, ob sie diese Konzeption wirklich streng umsetzen. Das werden wir gleich noch erörtern. Bei dem Begründer Hobbes ist es aber weitgehend der Fall. Er konstruiert einen Naturzustand, das heißt einen fiktiven Zustand ohne staatliche Zentralmacht, und er setzt diese beiden Bedingungen an, jedenfalls einigermaßen erkennbar. Amoralische Rationalität, ja, die Teilnehmer bei Hobbes sind erkennbar nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Genauer, ihr wesentliches Ziel ist die Selbsterhaltung. Ganz sicher jedenfalls sind bei ihm keine moralischen Motivationen involviert. Eher muss man sich schon fragen, ob bei Hobbes die Naturzustandsteilnehmer vielleicht sogar dezidiert unmoralisch sind. Vielleicht sind die sogar richtig böse. Ich lese Ihnen mal eine Passage hier zuvor, wie ihr sie an einer Stelle mal kurz skizziert. Er schreibt: So liegen also in der menschlichen Natur drei hauptsächliche Konfliktursachen. Erstens Konkurrenz, zweitens Misstrauen, drittens Ruhmsucht. Die erste führt zu Übergriffen der Menschen des Gewinns, die zweite der Sicherheit und die dritte des Ansehens wegen. Und das ist schon fast eher eine negative Schilderung als eine neutrale. Also da könnte man sagen, das ist nicht nur amoralische Rationalität, teilweise setzt er wirklich unmoralische Bestrebungen und Dispositionen an. Aber moralisch sind sie jedenfalls nicht und rational sind sie schon. Fairer Ausgangszustand? Ja, denn bei diesen Teilnehmern herrscht eine weitgehende Gleichheit der Kräfte. Vor allem kann jeder jeden töten. Und das ist im Naturzustand die wichtigste Form von Gleichheit. Denn es geht dort zunächst einmal um das nackte Überleben. Auch hierzu ein Zitat, ganz in der Nähe von der Stelle von vorhin. Die Natur hat die Menschen hinsichtlich ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten so gleich geschaffen, dass der Unterschied zwischen den Menschen alles in allem doch nicht beträchtlich ist. Denn was die Körperstärke betrifft, so ist der Schwächste stark genug, den Stärksten zu töten, entweder durch Hinterlist oder durch ein Bündnis mit anderen. Und was die geistigen Fähigkeiten betrifft, so finde ich, dass die Gleichheit unter den Menschen noch größer ist als bei der Körperstärke. Was diese Gleichheit vielleicht unglaubwürdig erscheinen lässt, ist nur eine selbstgefällige Eingenommenheit von der eigenen Weisheit. Aber das beweist eher, dass die Menschen in dieser Hinsicht gleich, als dass sie ungleich sind. Denn es gibt kein besseres Zeichen der gleichmäßigen Verteilung eines Dings, als dass jedermann mit seinem Anteil zufrieden ist. Das ist natürlich ein ironisches Argument. Die Menschen sind ungefähr gleich schlau, es hat sich ja noch keiner beklagt, dass er blöder ist als die anderen. Der Effekt dieser Konstellation ist aber zunächst einmal deprimierend. Der Effekt ist der berühmte Krieg eines jeden gegen jeden. Das heißt nicht unbedingt aktuelle Gewalt, aber es ist die ständige Bereitschaft, sich zu verteidigen und die ständige Bereitschaft, den anderen zu vernichten. Diese Kombination aus Defensive und Prävention ist in diesem Naturzustand trotz all seiner idealen Fairness unvermeidlich für die Teilnehmer, aufgrund ihres klugen Eigennutzens. Auch hierzu. Daraus ergibt sich, dass die Menschen während der Zeit, in der sie ohne eine allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht leben, sich in einem Zustand befinden, der Krieg genannt wird. Und zwar in einem Krieg eines jeden gegen jeden. In einer solchen Lage herrscht beständige Furcht und Gefahr eines gewaltsamen Todes. Das menschliche Leben ist einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz. Das ist die bekannte, drastische, negative Ausmalung des Naturzustands durch Hobbes. Vermutlich stark geprägt durch seine historischen Erfahrungen im Englischen Bürgerkrieg. Wie erwähnt, Charles I. war 1649 gerade hingerichtet worden und es herrscht große Instabilität bis 1660. Und Hobbes hat den Leviathan eben 1651 geschrieben, im französischen Exil. Die Lösung für diese Misere scheint aber ebenfalls klar zu sein. Die Teilnehmer werden diesen elenden Naturzustand in ihrem eigenen Interesse beenden. Unter den gegebenen idealen Bedingungen führt ihre amoralische Rationalität zu einer Situation der Unsicherheit, in der es allen schlecht geht. Dann wird aber eben diese amoralische Rationalität sie schließlich dazu führen, diesen Naturzustand zu beenden und in den Gesellschaftszustand überzutreten, zum allseitigen Vorteil. Genauer werden sie in dieser fairen Situation aus ihrem klugen Eigennutz heraus freiwillig einen Vertrag schließen,
um einen Souverän einzusetzen, der diesen Krieg beendet. Und auch das lese ich Ihnen vor, eine ganz berühmte Passage. Der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt, die in der Lage ist, die Menschen vor dem Angriff Fremder und vor gegenseitigen Übergriffen zu schützen und ihnen dadurch Sicherheit zu verschaffen, liegt in der Übertragung ihrer gesamten Macht und Stärke auf einen Menschen oder eine Versammlung von Menschen. Das bedeutet, dass jedermann alles als eigen anerkennt, was derjenige, der auf diese Weise seine Person verkörpert, in Dingen des allgemeinen Friedens und der allgemeinen Sicherheit tun oder veranlassen wird und sich selbst als Autor all dessen bekennt und dabei den eigenen Willen und das eigene Urteil seinem Willen und Urteil unterwirft. Dies ist mehr als Zustimmung oder Übereinstimmung. Es ist eine wirkliche Einheit aller in ein und derselben Person, die durch Vertrag eines jeden mit jedem zustande kam. Als hätte jeder zu jedem gesagt, ich autorisiere diesen Menschen oder diese Versammlung von Menschen und übertrage ihnen mein Recht, mich zu regieren, unter der Bedingung, dass du ihnen ebenso dein Recht überträgst und alle ihre Handlungen autorisierst. Ist dies geschehen? So nennt man diese zu einer Person vereinte Menge Staat. Dies ist die Erzeugung jenes großen Leviathan. Da kommt das Wort. Oder besser jenes sterblichen Gottes, dem wir unter dem unsterblichen Gott unseren Frieden und Schutz verdanken. Hierin liegt das Wesen des Staates, der, um eine Definition zu geben, eine Person ist, der Staat ist eine Person, bei der sich jeder Einzelne einer großen Menge durch gegenseitigen Vertrag eines jeden mit jedem zum Autor ihrer Handlungen gemacht hat, zu dem Zweck, dass sie die Stärke und Hilfsmittel aller so, wie sie es für zweckmäßig hält, für den Frieden und die gemeinsame Verteidigung einsetzt. Wer diese Person verkörpert, wird souverän genannt und besitzt höchste Gewalt. Und jeder andere daneben ist sein Untertan. Wichtig hierbei ist, es ist also nicht ein Vertrag der Bürger mit dem Souverän. Es ist ein Vertrag der Bürger untereinander zugunsten des Souveräns. Das ist Hobbes sehr wichtig und es hat einen klaren Effekt. Dadurch hat der Souverän selber keine Vertragspflichten. Deshalb ist das ein Absolutismus im wörtlichen Sinne. Der Souverän ist hier losgelöst von allen Bindungen. Schon in diesem Modell. Er ist nicht Vertragspartner. Das ist bei anderen Vertragstheoretikern anders. Die sagen durchaus, nein, nein, das ist ein Vertrag zwischen den Bürgern und dem Herrscher. Deshalb gibt es sehr wohl Vertragspflichten für Herrscher. Deshalb gibt es keinen Absolutismus. Das ist bei Locke etwa so. Das ist Locke ganz, ganz wichtig gegenüber Hobbes. Hobbes aber ist Absolutist und das zeigt sich auch in den Details dieser Passage. Da steht ja, jeder erkennt an, was der Souverän beschließen wird. Jeder unterwirft sich vollständig dem Souverän. Es entsteht eine fast mystische Einheit, er spricht von Einheit hier, in dieser Person. Alle vormaligen Rechte werden an ihn abgetreten. Das ist schon auf dem Originalcover des Leviathan, das ist das Originalcover, so kam das Buch heraus, dargestellt. Der Souverän ist hier als König porträtiert, mit Schwert und Zepter als Machtinsignien. Und sein Körper, wenn Sie genauer hinschauen, besteht aus vielen Einzelmenschen. Es wird auch deutlich an vielen anderen Stellen des Buchs. Es geht Hobbes wirklich um eine souveräne Macht des Herrschers. Der ist jeder Kontrolle enthoben. Er versammelt alle politischen Rechte auf sich. Es gibt kaum relevante Rechte der Bürger. Es gibt insbesondere keine Gewaltenteilung. Legislative, Exekutive, Judikative liegen ungeteilt beim Souverän. Es gibt auch keine freien Handelsrechte. Der Souverän hat Kontrolle über alle Güter im Staat. Hobbes war sich der Provokation seiner Theorie bewusst, sonst hätte er das Buch nicht Leviathan genannt. Leviathan ist ein Wesen aus der babylonisch-jüdischen Mythologie, wird in der Bibel erwähnt, und das ist ein Untier. Das ist ein Meeresungeheuer, eine Seeschlange oder ein Drache. Vorbild wahrscheinlich ein Krokodil. Und das ist ein eindeutig negativ besetzter Begriff natürlich. Aber Hobbes verwendet diese negative Vorstellung für den Staat, den er befürwortet. Vielleicht nur als notwendiges Übel, aber immerhin als einzige Lösung aus dem schlimmen Naturzustand. Das ist eine Provokation. Und sein Ansatz wurde schon zu Lebzeiten sehr skeptisch betrachtet. Vielen galt er als zu extrem, zu radikal. Auch von den Regierenden wurde das nicht unbedingt geschätzt. Entsprechend wurde er ja auch vom englischen Hof verbannt.
Auch die Herrscher damals sehen die Untertanen keineswegs derart rechtlos. Hinzu kommen vor allen Dingen zwei weitere Gründe. Erstens, Hobbes liefert keine religiöse Legitimation des Souveräns mehr. Die Herrschaft wird nicht auf Gottes Gnadentum gegründet, wie das bei den Naturrechtsdenkern durchaus noch üblich war, sondern allein auf den Vertrag, den die Naturzustandsteilnehmer schließen. Und das erschien vielen Herrschern als Herabsetzung. Die sahen sich als durch Gott berufen, nicht als durch die Bürger eingesetzt. Und diese Herabsetzung wird auch nicht besser dadurch, dass das ja kein realer Vertrag ist, sondern ein fiktiver. Das macht die Herabsetzung nicht besser. Vor allem liefert dieses Modell keine besonders sichere Legitimation für Könige. Umstürze sind vor diesem Hintergrund durchaus denkbar. Zwar sagt Hobbes, man darf sich grundsätzlich nicht dem Souverän widersetzen, ja, aber wenn der Souverän seiner Aufgabe nicht nachkommt, wenn er nicht in der Lage ist, Frieden herzustellen, darf er letztlich gestürzt werden. Seine Legitimation endet, wenn er es nachweislich nicht mehr schafft, für Sicherheit zu sorgen, wofür er ja von den Bürgern eingesetzt wurde. Und das ist eine komische Konstruktion, da wird der Erfolg eines Umsturzes quasi sofort zur eigenen Legitimation. Denn wenn sie umstürzen können, war er offenbar nicht stark genug. Das ist sehr brisant für Herrscher, diese Grundlegung. Das zweite große Problem, der Souverän kann nicht nur in einem König bestehen. Hobbes' Modell rechtfertigt nicht nur die Monarchie. In der Passage, die ich vorgelesen habe, spricht er immer davon, dass der Souverän ein Mensch oder eine Versammlung von Menschen sein kann. Also sind auch Aristokratie oder Demokratie denkbar. Hobbes hält zwar aus pragmatischen Gründen die Monarchie für die beste Variante, aber je nach den Umständen kann auch ein Gremium oder ein Parlament der Souverän sein. Und manche behaupten sogar, eigentlich passt der Leviathan viel besser auf einen Oliver Cromwell als auf einen James oder Charles. Cromwell entsprach vielmehr diesem Bild eines absoluten Souveräns. Er war viel eher als vertraglich eingesetzt vorstellbar, statt als göttlich gesandter Souverän. Und vielleicht habe Hobbes sogar gezielt Cromwell im Auge gehabt. Er wollte sich mit diesem Buch vielleicht sogar bei ihm beliebt machen, ehe er nach England heimkehrte. Aber das ist Spekulation. Hobbes kommt mit seinem Kontraktualismus also zu einem ziemlich extremen Resultat. Der Staat, den er da entwirft, der ist strikter, rigoroser als die damalige politische Wirklichkeit. Das ist für eine Vertragstheorie aber kein notwendiges Ergebnis. Das sehen Sie schon daran, dass andere wichtige Vertreter zu ganz anderen Ergebnissen kommen, obwohl sie grundsätzlich das gleiche Modell verwenden. Auch von einem Naturzustand sprechen, auch einen freiwilligen Vertrag rekonstruieren, durch den dann der Gesellschaftszustand erreicht wird. Wenn wir das ein bisschen vergleichen, bei Hobbes haben wir in seinem Leviathan wirklich einen Absolutismus. Das ist die beste Pauschalbezeichnung für das von ihm hergeleitete System. Die Staatsform ist zwar relativ offen, das kann Monarchie, Aristokratie oder Demokratie sein, aber die Macht ist in jedem Fall eine absolute Herrschaftsmacht eines Souveräns. Das sieht bei Locke ganz anders aus. In dessen Second Treatise of Government liest man eher etwas von einem liberalistischen System. Sowohl in allgemeinpolitischer Hinsicht, es gibt große generelle Freiheitsrechte für die Bürger, als auch in speziell wirtschaftlicher Hinsicht. Es ist viel die Rede von freier Aneignung und freiem Handel. Deshalb werden wir dem in der Sitzung zum Liberalismus auch wieder begegnen. Also das Ergebnis ist ganz anders als bei Hobbes. Aber Locke nutzt das gleiche Begründungsmodell, Vertrag aus Naturzustand. Oder Rousseau, noch etwas später, in seinem Du Contrat Social. Da leitet er ein Gemeinschaftsideal her. Es ist schwierig, eine bessere Bezeichnung für das zu finden, was er im Sinn hat. Es geht Rousseau irgendwie um das Staatsideal eines zu einem einzigen Willen vereinten Volkes. Und das ist sehr umstritten, ob das ein Ideal völliger Freiheit oder eher ein Ideal extremen Totalitarismus ist. Entsprechend wurde Rousseau sowohl von anarchistischen Denkern als auch von totalitären Denkern gerne beansprucht. Darauf werden wir auch nochmal zu sprechen kommen. Jedenfalls gründet er auch dieses Ideal auf das Konstrukt eines Naturzustands. Hierdurch wird nebenbei deutlich, dass Rousseau keineswegs zurück zur Natur wollte, wie immer wieder behauptet wird. Auch Rousseau geht es ausdrücklich darum, dass man den Naturzustand beendet. Er fordert rückhaltlos, in den Gesellschaftszustand überzugehen. Es sollte nur kein kulturell verkommener Gesellschaftszustand sein.
Naja, und diese sehr gegensätzlichen Ergebnisse sind zunächst erstaunlich und sie untergraben vielleicht auch das Vertrauen in die Begründungsfigur des Kontraktualismus. Da kann man ja offenbar alles daraus ableiten. Und dann ist diese Ableitung wohl nicht sehr verlässlich. Allerdings scheint es für diese widerstreitenden Resultate auch sofort eine recht einfache Erklärung zu geben. Denn bei allen drei Autoren wird der Naturzustand jeweils etwas anders formuliert. Und es sollte vielleicht nicht überraschen, dass andere Naturzustände auch andere Gesellschaftszustände dann als Lösung haben könnten. Hobbes formuliert einen extrem pessimistischen Naturzustand. Es ist ein Kriegszustand. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und entsprechend entsteht daraus ein absolutistischer Gesellschaftszustand. Um diese höchst zerstörerischen Kräfte der Menschen zu zügeln, braucht man wohl eine besonders starke Staatsmacht. Der drohende Vernichtungskrieg rechtfertigt absolute Souveränität. Bei Locke und Rousseau ist der Naturzustand gar nicht so schlimm. Der hat natürlich große Nachteile, ja. Wenig Kooperation, keine Arbeitsteilung. Aber beide sagen ausdrücklich, es ist kein Kriegszustand. Bei Locke und Rousseau ausdrücklich kein Kriegszustand. Es gibt durchaus sowas wie Rücksichtnahme, sogar gegenseitige Hilfe. Und entsprechend entwickeln die beiden eine zurückhaltendere Auffassung dessen, was die Staatsmacht denn liefern muss. Die sind übereinstimmend gegen Absolutismus. Die sind für Gewaltenteilung, für Freiheitsrechte. Es ist aber nicht der einzige Unterschied. Und die weiteren Unterschiede zwischen den dreien wecken dann Zweifel, ob das Begründungsmodell des Kontraktualismus überhaupt in der Weise funktioniert, wie wir es bisher diskutiert haben. Die Grundidee ist bei allen drei Autoren explizit formuliert: Der Naturzustand wird beendet, der Gesellschaftszustand wird eingerichtet durch freien Vertrag der Bürger im eigenen Interesse an Sicherheit. Aber wenn man es genauer liest, kommen Zweifel auf, funktioniert die Herleitung tatsächlich in dieser Form? Wenn man sich an diese Randbedingungen hält, der amoralischen Rationalität und des fairen Ausgangszustands. Bei genauerem Hinsehen merkt man nämlich, dass Locke und Rousseau sich nicht an diese Randbedingungen halten. Die gewinnen ihr Ergebnis nicht einfach aus klugem Eigennutz und lediglich idealer Fairness. Vielmehr kommen andere Aspekte herein und wahrscheinlich ginge es auch gar nicht ohne. Lockes Naturzustand ist nicht einfach ein fairer Ausgangszustand, also ein gleiches Kräfteverhältnis, ohne moralische Vorgaben. Vielmehr gilt nach Locke im Naturzustand das Law of Nature. Das ist jetzt kein Naturgesetz im Sinne eines physikalischen oder biologischen Gesetzes, auch nicht eines soziologischen oder psychologischen Gesetzes, sondern es ist eine moralische Norm. Im Wesentlichen umfasst es die Unverletzlichkeit der Freiheit und die Gleichheit aller Menschen. Damit ist sein Naturzustand nicht nur eine ideale Situation, die durch ein faires Kräfteverhältnis geprägt ist. Vielmehr gilt bereits im Naturzustand ein moralisches Gesetz, eben dieses Law of Nature, mit seinen Komponenten Freiheit und Gleichheit. Und Freiheit ist dabei nicht einfach die faktische oder besser kontrafaktische Ungebundenheit der Teilnehmer, sondern Freiheit meint ihren normativen Anspruch auf unbehelligt sein. Und Gleichheit ist nicht einfach die faktische oder kontrafaktische Gleichheit der Kräfte, wie bei Hobbes, sondern ihr normativer Anspruch auf Gleichbehandlung. Dieses Law of Nature bei Locke ist letztlich nichts anderes als das Naturrecht. Und als solches enthält es bereits die wesentlichen Komponenten von Locks Liberalismus. Auch der Liberalismus in seinem Gesellschaftszustand zeichnet sich hauptsächlich durch Freiheit und Gleichheit aus. Das Law of Nature bleibt bei Locke die zentrale Norm auch für den Gesellschaftszustand. Der Staat muss vor allen Dingen Freiheit und Gleichheit gewährleisten. Alle Gesetze des Gesellschaftszustandes müssen sich am Law of Nature bemessen. Und dann merken Sie, bei Locke findet eigentlich gar keine echte Ableitung von neuen Normen aus einem lediglich fairen, unparteilichen Naturzustand statt. Was Locke eigentlich macht, ist, er überträgt eine Norm auf den Gesellschaftszustand, die er bereits für den Naturzustand geltend macht. Und damit hat das ganze Naturzustandsmodell bei Locke eigentlich überhaupt keine deduktive Funktion. Der leitet nichts Neues ab aus bloßer Fairness. Es hat eine explikative Funktion.
Locke kann seine zentrale Grundnorm der Freiheit und Gleichheit an diesem Naturzustand besonders eindringlich darstellen, besonders plastisch erläutern, besonders nachhaltig illustrieren, eben als Law of Nature, an sehr einfachen Beispielsfällen. Rousseau. Bei Rousseau sind die Teilnehmer im Naturzustand erkennbar nicht durch amoralische Rationalität geprägt, durch bloßen Eigennutz zum eigenen Vorteil. Vielmehr setzt Rousseau bei ihnen deutlich moralische Motivation voraus. Denn sonst würden die bei ihm niemals in den Gesellschaftszustand übergehen. Dafür wird ihnen dort viel zu viel zugemutet. Der Übergang ist nicht im egoistischen Eigeninteresse. Rousseau unterscheidet terminologisch strikt zwischen den Partikularinteressen der Teilnehmer, das ist die Volonté de tout, und dem Gesamtinteresse der Gemeinschaft, das ist die Volonté générale. Die Volonté de tout, das sind die rein egoistisch-rationalen Bestrebungen nach dem je eigenen Vorteil. Die sind disparat, unversöhnlich gegensätzlich. Die Volonté générale ist die moralische Ausrichtung der Gemeinschaft. Harmonisch, homogen, eindeutig. Und tatsächlich ist die amoralisch-rationale Volonté de tout für Rousseau völlig ungeeignet zum Staat zu führen. Eben weil sie nur aus diesen widerstreitenden Interessen der Einzelnen besteht, die permanent in gegensätzliche Richtungen weisen. Erst diese moralisch-kollektive Volonté générale führt zum Staat. Der müssen die Naturzustandsteilnehmer folgen, wenn sie den Staat bilden wollen. Sonst kommen sie da nicht hin. Und somit mutet Rousseau seinen Naturzustandsteilnehmern eine völlige Entfremdung von ihren partikularen Eigeninteressen zu, wenn sie in den Gesellschaftszustand übergehen. Gefordert für das Verlassen des Naturzustands bei Rousseau ist gerade nicht nur kluger Eigennutz, das reicht nicht. Man braucht gute Gesinnung. Gefordert ist nicht der Bourgeois, sondern der Citoyen. Seine Forderungen an den Einzelnen gehen bis zum Selbstopfer für die Allgemeinheit. Und spätestens ein Selbstopfer werden sie schwerlich als amoralisch rational bezeichnen können. Das ist eher das Gegenteil von klugem Eigennutz. Und damit folgt auch Rousseau nicht dem Konzept einer Ableitung aus lediglich klugem, egoistischem Eigeninteresse, sondern da müssen moralische Motivationen der Naturzustandsteilnehmer am Werk sein. Auch hier hat das Modell also keine strenge deduktive Funktion einer Gewinnung von moralischen Normen aus bloßer Klugheit, sondern es hat wieder nur eine illustrative Funktion. Insofern je klarer wird, was den Menschen trotz aller möglichen Vorteile abverlangt wird, wenn sie Rousseaus Staat eines homogenen Gemeinwillens betreten wollen. Das ist eine idealtypische Zuordnung, die ich hier vorgenommen habe. Die ist auch nicht Standard, aber sie scheint mir gerechtfertigt. Ich glaube, die gibt wieder, was die wesentlichen Abweichungen von Locke und Rousseau gegenüber dem Grundkonzept des Kontraktualismus sind. Das heißt nicht, dass ihre Entwürfe nutzlos wären. Es heißt aber, dass sie letztlich nicht eine strenge kontraktualistische Ableitung nach unseren Spielregeln leisten können. Und das wollen sie wahrscheinlich auch gar nicht. Sie benutzen das Modell eher explikativ, illustrativ, als wirklich herleitend. Hobbes hingegen hält sich an die Spielregeln, jedenfalls weitestgehend. Bei dem wird keine moralische Norm im Naturzustand vorausgesetzt. Der ist wirklich nur ideal fair. Jeder kann hier umkommen. Und er unterstellt den Teilnehmern auch keine moralischen Motivationen. Die sind wirklich durch klugen Egoismus geprägt, wenn nicht durch noch Schlimmeres. Allerdings entstehen dadurch bei Hobbes auch ernsthafte Zweifel, ob die Ableitung überhaupt gelingt. Zwar scheinen die Teilnehmer allen Grund zu haben, in den Gesellschaftszustand überzugehen, aber eventuell lässt Hobbes Naturzustand das bei genauerem Hinsehen gar nicht zu. Bei Hobbes geht es ja vor allen Dingen darum, dass jeder Einzelne seine Waffen niederlegt und seine Rechte an den Souverän abtritt, unter der Bedingung, dass die anderen das Gleiche tun. Von dieser Bedingung war in dem Zitat, was ich vorgelesen habe, ausdrücklich die Rede. Aber möglicherweise führt eben diese Bedingung zu einer Blockade, in der jeder auf den ersten Schritt des anderen warten muss. Möglicherweise muss jeder fürchten, selbst vernichtet zu werden, sobald er seine Waffen abgibt und sich wehrlos macht. Denn wenn er sich anschickt, diesen Schritt zu tun, hat der Souverän die Macht ja noch nicht inne, um ihn zu schützen.
Das ist ein Problem. Dieses Abgeben der Waffen kann womöglich nicht als streng gleichzeitiger Akt erfolgen, sodass er entweder von allen vollzogen wird oder von keinem. Vielmehr dürfte es schon eine Vorleistung darstellen, ehe der Souverän wirklich die Macht hat. Aber damit wäre es viel zu gefährlich für den Einzelnen, diese Vorleistung zu erbringen. Denn er könnte sofort vernichtet werden. Diese Zweifel mögen jetzt vielleicht ein bisschen zu technisch anmuten. Man kann ja sagen, das Ganze ist ja ein fiktives Modell und da kann man jetzt nicht sinnvoll sprechen von gleichzeitig oder nicht gleichzeitig. Aber auch bei Hobbes selbst finden Sie, wenn Sie genau nachlesen, Passagen, an denen man deutlich den Eindruck gewinnt, es kommt doch da zu dieser Blockade. Zwei besonders prägnante Beispiele. Hobbes erklärt ausdrücklich, und das ist ihm sehr wichtig, erst der Einfluss des Souveräns im Gesellschaftszustand kann die Einhaltung von Verträgen sinnvoll machen, vernünftig machen. Denn erst seine Autorität, seine Zwangsgewalt gibt mir die Garantien, die Sicherheiten, die ich brauche, um mich auf Verträge einzulassen. Ohne den Souverän ist kein Vertragsschluss sinnvoll und ist keine Vertragseinhaltung anzuraten. Denn ich habe keine Gewähr, dass mein Vertragspartner sich an seine Abmachung hält. Das kann erst der Souverän garantieren. Schön. Dann kann aber der Souverän nicht seinerseits durch Vertragsschluss aus dem Naturzustand eingesetzt werden, wie man eigentlich annimmt. Denn da fehlt ja eben noch diese Garantie, diese Sicherheit, aufgrund derer allein man sich vernünftigerweise an Verträge halten kann. Wenn erst der Souverän Verträge sichert, dann kann dieser Souverän selbst nicht durch einen Vertrag eingesetzt werden. Wenn jeder Vertrag immer schon eine Zentralgewalt voraussetzt, dann kann diese Zentralgewalt selbst nicht durch Vertrag entstehen. Hier eine Passage, die mir da auch ganz aufschlussreich zu sein scheint. Weil aber Verträge ungültig sind, wenn eine der beiden Parteien die Nichterfüllung befürchtet, so kann es so lange keine Ungerechtigkeit geben, bis die Ursachen dieser Furcht beseitigt sind. Bevor man von gerecht und ungerecht reden kann, muss es eine Zwangsgewalt geben, um die Menschen durch die Angst vor einer Bestrafung zur Erfüllung ihrer Verträge zu zwingen, die gewichtiger ist als der Vorteil, den sie sich vom Bruch ihres Vertrags erhoffen. Eine solche Macht gibt es aber vor Errichtung eines Staates nicht. Deshalb ist nichts ungerecht, wo es keinen Staat gibt. So liegt also das Wesen der Gerechtigkeit im Einhalten gültiger Verträge, aber die Gültigkeit von Verträgen beginnt erst mit der Errichtung einer bürgerlichen Gewalt, die dazu ausreicht, die Menschen zu ihrer Einhaltung zu zwingen. Wie soll dann der Staat aus einem Vertrag entstehen? Zweites Beispiel. Hobbes benutzt, wie schon Locke, den Begriff eines Law of Nature, wie später Locke es dann machen wird. Damit meint er ebenfalls kein kausales Verlaufsgesetz, physikalischer oder psychosozialer Art, aber er meint auch keine moralische Norm wie Locke. Hobbes meint damit nur rationale Gebote, die der Selbsterhaltung dienen. Insbesondere gehört zu diesen Laws of Nature, nach Hobbes, dass die Menschen in ihrem Eigeninteresse auf ihre natürlichen Rechte auf Selbstverteidigung und Präventivschläge verzichten und einen umfassenden Frieden anstreben sollten. Also wird scheinbar genau der Übergang vom Naturzustand in den Gesellschaftszustand durch ein solches natürliches Gesetz vorgeschrieben und hierdurch von Hobbes für hochgradig rational erklärt. So liest sich das erstmal. Aber dann führt Hobbes plötzlich aus, dass diese Laws of Nature, trotz ihres Namens, im Naturzustand überhaupt nicht gültig sind. Vielmehr bedürfen sie ihrerseits der Zwangsbewährung durch einen Souverän, damit ihre Befolgung rational wird. Dann können sie aber nicht dazu führen, dass die Teilnehmer den Naturzustand beenden. Denn da gibt es eben diesen Souverän noch nicht, der diesen Schritt rational machen könnte. Auch hierzu eine Passage. Denn die natürlichen Gesetze sind ohne die Furcht vor einer Macht, die ihre Befolgung veranlasst, unseren natürlichen Leidenschaften entgegengesetzt. Und Verträge ohne Schwert sind bloße Worte und besitzen nicht die Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten. Falls keine Zwangsgewalt errichtet worden oder diese nicht stark genug ist, wird und darf jedermann sich auf seine eigene Kraft und Geschicklichkeit verlassen, ungeachtet der natürlichen Gesetze.
Das überrascht einen. Man liest von natürlichen Gesetzen, man denkt, die gelten doch im Naturzustand und die führen einen raus. Weil zu diesen natürlichen Gesetzen gehört es, dass es klug sei, seine Rechte abzutreten und sich zu vereinigen. Aber dann steht da, tut mir leid, natürliche Gesetze werden nur durch einen Souverän sinnvoll zu beachten. Dann geht das nicht im Naturzustand. Genau wie mit den Verträgen. Wir denken die ganze Zeit, die schließen einen Vertrag miteinander, damit ein Souverän entsteht. Dann schreibt er aber, ein Vertrag einzuhalten ist nur sinnvoll, wenn es einen Souverän schon gibt. Damit wäre auch Hobbes' Theorie nicht sinnlos, aber sie bekäme eine andere Stoßrichtung als bisher erwartet. Sie würde dann besagen, die Teilnehmer des Naturzustands können den Gesellschaftszustand sich sicherlich wünschen, weil er in der Tat für jeden von ihnen besser wäre. Aber sie könnten ihn nicht erreichen, sondern sie würden sich dabei ständig blockieren. Entsprechend wäre der Staat nicht gerechtfertigt als das Ergebnis des Naturzustands. Er wäre gerechtfertigt im Vergleich mit dem Naturzustand. Also der Gedanke ist nicht, wir haben einen Naturzustand im Reagenzglas, wir sehen, oh, da wird ein Staat draus, na, dann ist das wohl gut. Die Idee ist eher, gut, dass wir nicht im Reagenzglas sind. Da herrscht Naturzustand und da kommt kein Staat. Die Untertanen später, in Anführungszeichen später, im Gesellschaftszustand, können die Zwangsgewalt des Staates bejahen im Vergleich mit dieser alternativen Naturzustand. Sie können rückblickend, in Anführungszeichen, froh sein, dass sie im Gesellschaftszustand leben und nicht im Naturzustand. Und die Teilnehmer im Naturzustand hätten auch allen Grund, die Herrschaft eines Souveräns herbeizusehnen. Aber sie können diese Herrschaft nicht aus sich selbst heraus herstellen. Entsprechend erhält der Staat keine Herleitung aus dem Naturzustand. Er erhält eine Rechtfertigung gegenüber dem Naturzustand. Das Modell ist nicht konstruktiv, es ist komparativ. Auch diese Deutung, speziell jetzt der Hobbes'schen Theorie, ist nicht Standard. Sie wird aber durchaus und vielfach vertreten. Und insbesondere erhärtet sich dieser Verdacht, dass die Ableitung letztlich scheitert, wenn man den Naturzustand des klassischen Kontraktualismus spieltheoretisch rekonstruiert. Dann scheint er nämlich auf das sogenannte Gefangenendilemma hinauszulaufen, für das es keine befriedigende Lösung gibt. Von dem haben Sie vielleicht schon mal gehört, es sieht so aus. Es gibt zwei Spieler, einen Zeilenspieler, sagen wir, das sind wir, und einen Spaltenspieler. Jeder von den beiden hat zwei Grundverhaltensweisen. Man kann Kooperation oder Defektion wählen. Kooperation ist freundliches, friedfertiges, verlässliches Verhalten. Defektion ist unfreundliches, feindseliges, betrügerisches Verhalten. Und die Zahleneinträge in den vier Feldern, die dann entstehen können, sind die Gewinne der beiden Spieler bei der jeweiligen Kombination. Links unten steht das, was der Zeilenspieler bekommt, und rechts oben das, was der Spaltenspieler bekommt, wenn dieses Feld sich einstellt. Die genauen Zahlenwerte sind nicht so wichtig, wichtig sind nur die ungefähren Relationen. Und diese Relationen sind realistisch. Denn schauen Sie, oft haben Sie den größten Vorteil, wenn Sie selbst unkooperativ sind, während der andere sich kooperativ zeigt. Also das Feld links unten entsteht. Dann bekommen Sie 10 und der andere 0. Der umgekehrte Fall ist desaströs. Wenn Sie kooperieren und der andere defektiert, dann machen Sie sich wehrlos, Sie fallen auf ihn rein und er lacht sich ins Fäustchen. Sind beide Seiten unkooperativ, entsteht also das Feld rechts unten, dann ist der Schaden kleiner, da fällt keiner auf den anderen rein, aber es ist auch kein besonders berauschendes Feld, der Erfolg ist gering. Deutlich besser wäre es eigentlich dann schon, wenn beide kooperieren würden, links oben, da ist der Erfolg doch etwas größer. Der Name Gefangenendilemma kommt von der Originalgeschichte, die dahinter steht. Zwei Landstreicher sind wegen Einbruch verhaftet worden. Sie werden getrennt und der Staatsanwalt stellt jeden vor die Wahl, den Einbruch zu gestehen oder zu leugnen. Und jetzt ist es so, wenn der eine den Einbruch gesteht, also defektiert, und der andere dicht hält, also kooperiert, dann kommt der Geständige als Kronzeuge frei, 10 Punkte. Der andere wird als Überführter und Nichtgeständiger eingesperrt, 0 Punkte. Wenn beide sich gegenseitig verpetzen, also beide defektieren, ja, was passiert dann? Dann gibt es natürlich leider keine Kronzeugenregelung mehr und es werden beide eingesperrt,
Allerdings etwas weniger lang, weil sie ja immerhin beide geständig sind. Das ist die 2. Wenn beide leugnen, also beide kooperieren, können sie nicht des Einbruchs überführt werden. Der Staatsanwalt wird sie dann nur wegen Landstreicherei belangen. Und deshalb werden sie dann eine geringere Strafe erhalten. Ganz frei kommen sie dann nicht, aber die Strafe ist nicht besonders schwer. Das ist das Gefangenendilemma und es hat eine eindeutige Lösung. Nicht alle spieltheoretischen Situationen haben eindeutige Lösungen, aber das hat eine, wenn sie rational agieren wollen, nämlich sie werden defektieren. Das ist der beste Zug, weil es nämlich ein dominanter Zug ist. Das heißt, er ist besser, egal was der andere macht. Schauen Sie, wenn der andere auch defektiert, dann passiert irgendwas in der rechten Spalte. Naja, und dann ist es besser, dass Sie auch defektieren, statt zu kooperieren. Dann gibt es 2 statt 0 für Sie. Wenn der andere kooperiert, dann geht es irgendwie um die linke Spalte. Aber auch da ist Defektieren besser als Kooperieren. 10 statt 7. Also, egal was der andere macht, für Sie ist besser zu defektieren. Gut. Das Blöde ist nur, das gilt für Ihren Partner genauso. Die Situation ist völlig symmetrisch. Deshalb, was wird passieren, wenn beide schlau sind? Beide werden defektieren. Und das ist ein enttäuschendes Ergebnis im Vergleich zu dem, was da sonst drin gewesen wäre. Es ist doch anscheinend irgendwie dumm. Man hat das Gefühl, zwei irrationale Spieler, die das überhaupt nicht kapieren, worum es da geht, die könnten ein besseres Resultat miteinander erzielen. Zwei Hirnis würden vielleicht links oben landen. Aber das hilft ihnen leider nichts, denn gegen so einen irrationalen Spieler ist immer noch Defektion die beste Wahl. Ebenso wie gegen einen rationalen Spieler. Wenn der andere kooperiert, na wunderbar, dann defektieren sie und sie hauen ihm die Zehen rüber. Das heißt, das Problem bleibt, defektieren ist immer besser, egal was der andere tut. Und das gilt für beide und deshalb werden es beide tun. Dieses Gefangenendilemma hat viele Anwendungen, weil es eine typische Interaktionssituation ist. Und deshalb ist es für die politische Philosophie generell interessant. Wettrüsten wurde damit analysiert. Da ist Kooperation abrüsten, Defektion ist aufrüsten. Naja, wenn Sie aufrüsten und der andere ist so blöd abzurüsten, dann schlagen Sie ihn. Links unten. Sie gewinnen, er ist vernichtet. Umgekehrt, wenn Sie abrüsten, der andere rüstet auf, ist das Feld rechts oben. Sie werden vernichtet, er lacht sich ins Fäustchen. Wenn beide aufrüsten, können Sie sich nicht schlagen, aber Sie verschwenden ziemlich viele Ressourcen. Das ist das Feld rechts unten. Wäre eigentlich klüger, wenn beide abrüsten würden und ihr Geld für anderes benutzen würden. Gibt es auch keinen Krieg und man hat das Geld für anderes bereit. Das Feld links oben. Marktkonkurrenz. Da heißt Kooperation hohe Preise machen, Defektion niedrige Preise machen. Wenn Sie niedrige Preise machen und Ihre Handelskonkurrenten hohe Preise, das ist super für Sie, dann verkaufen nur Sie. Und die anderen gehen unter. Wenn Sie hohe Preise nehmen, die anderen niedrige Preise, dann werden Sie pleite gehen und die anderen lachen sich ins Fäustchen. Wenn beide Seiten niedrige Preise machen, rechts unten, können sich beide auf dem Markt halten, aber viel Gewinn ist da nicht drin. Wäre eigentlich besser, wenn alle hohe Preise nehmen würden, links oben. Hätten Sie mehr Gewinn drin. An dem Beispiel merken Sie, manchmal ist das gewünscht, weil das kann gut sein für andere. Konkurrenz auf dem Markt erzeugt niedrige Preise. Und deshalb wollen wir, dass da ein Gefangenendilemma ist. Wir richten das bewusst ein und wir lassen es bestehen. Deshalb haben wir Kartellaufsicht und Monopolaufsicht, damit die sich nicht verabreden nach links oben. Aber manchmal ist es natürlich blöd. Manchmal ist das Ergebnis ineffektiv. Aufwendung für Rüstung könnte man besser einsetzen. Und dann versucht man, das Gefangenendilemma zu verhindern oder aufzulösen. Etwa durch verbindliche Verhandlungen, überwachte Einhaltung, gezielte Kontrolle, geeignete Sanktionen. Und auch für den Naturzustand des Kontraktualismus ist das nachvollziehbar. Kooperation heißt dann Waffen niederlegen, Defektion heißt Waffen behalten. So, wenn Sie die Waffen behalten und der andere legt sie nieder, links unten, schön für Sie, Sie bringen ihn um und eignen sich seinen Besitz an. Wenn Sie die Waffen niederlegen und der andere nicht, um Gottes Willen, dann sind Sie tot, rechts oben. Wenn beide ihre Waffen behalten, tja, dann bleibt es halt beim Naturzustand. Besser wäre es eigentlich, wenn beide ihre Waffen niederlegen würden, links oben. Im Naturzustand hat man wohl nicht nur 2 Teilnehmer, aber das macht keinen Unterschied. Sie können das Gefangenendilemma auch mit beliebig vielen Teilnehmern formulieren. Das ändert nichts an der Grundstruktur. Insbesondere erkennen Sie unsere beiden Randbedingungen. Das ist ein fairer Ausgangszustand.
denn das ist symmetrisch. Die Situation ist für beide gleich, das ist fair. Und die amoralische Rationalität erkennen Sie auch, weil wir die ganze Zeit voraussetzen, dass jeder nur seine Zahl da maximieren will. Nun, und wir wissen, im Gefangenendilemma stellt sich das Feld rechts unten ein, das Defektionsfeld. Und das entspricht dem Verharren im Naturzustand. Keiner legt die Waffen nieder. Das ist blöd, schlechte Erträge, große Unsicherheit, immerhin nicht unmittelbare eigene Vernichtung. Im Gefangenendilemma kann nicht der Kooperationspunkt links oben erreicht werden. Das wäre die Einrichtung des Gesellschaftszustands. Alle legen die Waffen nieder. Dieser Punkt ist aber in freier Interaktion nicht zugänglich. Der könnte durch äußere Intervention erzwungen werden, durch die Zwangsgewalt eines Staates, der schon da ist und mit seinen Sanktionsdrohungen die Teilnehmer in diesen Punkt nötigt. Aber er entsteht nicht von allein, aus dem rationalen Verhalten der Teilnehmer selbst. Das heißt, sie können leider nicht selbst diesen Staat herstellen, sie bleiben rechts unten hängen. Da würde man sagen, ja, das ist wie bei Hobbes. Jeder hätte Grund, sich zu wünschen, eher im Kooperationsfeld links oben als im Defektionsfeld rechts unten zu sein. Aber vor dieser Wahl stehen sie leider nicht. Sie können ja nicht einfach abstimmen, kommt Kooperationsfeld oder Defektionsfeld. Jeder muss seine unkorrelierte Entscheidung treffen, sodass auch die anderen Fälle eintreten können. Man kann eben auch vernichten oder vernichtet werden. Und das führt leider zum Defektionsfeld rechts unten. Wir können froh sein, dass es eine Zwangsgewalt gibt, die uns in das Kooperationsfeld links oben zwingt. Aber der Gesellschaftszustand ist nicht aus dem Naturzustand hergeleitet worden. Der Staat ist kein Ergebnis einer freien Wahl. Damit ist er nicht, wie wir es eigentlich immer erwartet haben, kontraktualistisch begründet worden. Wir bekommen also letztlich keine moralische Rechtfertigung des Staates aus dem freien Verhalten von Naturzustandsteilnehmern. Die würden ihn zwar bevorzugen, aber sie können ihn nicht herstellen. Wenn man also an dem vorausgesetzten Programm festhält, ist das gescheitert. Es konnte nicht gezeigt werden, dass Naturzustandsteilnehmer wirklich selbst in den Gesellschaftszustand übergehen. Es ist nicht gelungen, den Staat als freiwilligen Zusammenschluss zu rechtfertigen, sondern lediglich ihn als verständlichen Wunsch darzustellen. Das ist auch schon was, aber das ist nicht das, was wir ursprünglich erwartet hatten. Das heißt nicht, dass die Entwürfe des klassischen Kontraktualismus nicht sinnvoll sind, die sind sehr erhellend, aber das zentrale und erklärte Projekt, den Gesellschaftszustand aus dem Naturzustand herzuleiten, das wollen oder können sie letztlich nicht durchführen. Entweder sie halten sich nicht an die Spielregeln, wie Locke und Rousseau, sie investieren eine moralische Norm im Naturzustand, das Law of Nature. Sie setzen moralische Motivationen bei den Teilnehmern voraus, eine Volonté générale. Oder der Gesellschaftszustand entsteht nicht aus dem Naturzustand, wie bei Hobbes. Er ist nur im Vergleich besser für alle Beteiligten, aber sie kommen da nicht hin. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb moderne Kontraktualisten meist eine andere Art von Wahlsituation wählen. Bei denen ist es keine Interaktionssituation mehr, in der das Ergebnis meiner Wahl davon abhängt, was machen die anderen. Sondern da ist es eine Ungewissheitssituation, in der das Ergebnis meiner Wahl vom Zufall abhängt. Und das ist eine ganz andere Diskussion, die dann entsteht, dann machen wir nicht mehr Spieltheorie, sondern Entscheidungstheorie. Das ist so bei Harsanyi und Rawls. Das ist der gleiche Grundgedanke, amoralische Rationalität plus fairer Ausgangszustand. Aber es ist ein anderer Typ von Wahlsituation. Und dort gelingt die Herleitung. Dort kann in der Tat amoralische Klugheit in fairer Situation ein Ergebnis liefern. Und deshalb werden wir das dann in einer späteren Sitzung kennenlernen. Vielen Dank, insbesondere für Ihre Geduld heute. Bis nächste Woche.